Oh Gott, da ist gar kein Tunnel. Ich dachte, er wäre der Tunnel von dem... Okay, wir fahren mal hier lang. Hallöchen, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einer Folge LSPDFR mit mir, dem Ratzler. Ja, wir haben einen Einsatz, Homicide, da, ich würde sagen, wir kommen gleich mal hin. Kommen gleich mal hin, was ein toller Satz. So, ich hoffe, wir haben heute keinen Bug. Wo ist denn das da hinten? Okay, heißt Homicide ist Mord, da fahren wir mal ein bisschen schneller hin. Ist da vorne irgendwo. Wir fahren mal in First Person. Ja, willkommen zu meiner Folge LSPDFR. Hä? Der Mod ist, glaube ich, buggy. Okay, jetzt. Hä? Was war das denn? Egal. Wir fragen einfach nicht. Wir sind hier nur der Exekutivbeamte. Wir haben hier nichts zu melden. Oh Gott, da ist gar kein Tunnel. Ich dachte, da wäre ein Tunnel von dem... Okay, wir fahren mal hier lang. Scheiße, Alter. Boah, das Ding steuert sich jetzt richtig ekelhaft. So. Where are you, mate? So. Es war gerechtfertigt, weil... Wir hätten nichts anderes machen können als Officer. Aber trotzdem haben wir für den jetzt natürlich hier einen Corona-Service. Oh, Alter! What the fuck? Was ist hier schon wieder los? Ich versteh's nicht! Mann! So, wobei, warte, der Corona muss hier durch. So. Gut, ihr übernehmt das, ne? Wir fahren weiter, Streife. Vor allem dürfen wir einmal reparieren. Weil die wunderschöne, der wunderschöne Tunnel da, der keiner war, war wunderbar. Yeah, mate. So. Ich kann mal über was ganz anderes reden. Und zwar kommt, Achso, by the way, euer Feedback, ne? Erstmal zu der Frage, die ich gestellt habe. Knife Attack in Progress. Oh, possible hooker. Auch in Ordnung. Hooker name is Maria Monia. Geiler Name. Okay. Hallo. Hi. Bleiben Sie bitte mal kurz stehen. Genau, aber bitte stehen bleiben. Ich hätte nur kurz ihre ID gerne. Was Slayer macht, weiß ich auch nicht. Miriam Monia, ja, dann nehmen wir sie gleich mal mit hier. So, sie sind festgenommen, weil... ja. Wegen Hooking. So, dann gleich mal hier so. Wie was ich sagen wollte, in einer Woche kommt, Planet Coaster raus. Wo ich mich wahnsinnig drauf freue. Hab's aber nicht vorbestellt, weil ich noch warte wieder, ob die Kritiken dazu gut sind. Bei 70 Euro dafür ist halt schon eine Hausnummer. Jetzt laufen sie mir nicht hinterher. Ne, und wenn das Spiel gut ist, mache ich da auch mal ein paar Videos von. Beziehungsweise dann erst Ende oder beziehungsweise Mitte April. Weil sie verstehen das nicht. So, dann kommt schon der Transporter. Ey, hallo. Wir haben hier jemanden. Oh Gott. Ich dachte schon, überfährt uns jetzt. So, okay, wir fahren weiter. Kollegen können uns ablösen. Ja, die Kollegen sind sehr freundlich. Wir fahren weiter. Also, ich möchte mal auf die Straßen. Ich möchte nicht am Strand rumgammeln. Das ist nicht gut. Also, wir fahren jetzt hier. Ah, genau, euer Feedback zu der letzten Folge, wo ich gefragt habe, soll ich denn normal fahren oder soll ich lieber ein bisschen abkürzen, also im Endeffekt soll ich normal fahren oder soll ich so fahren, wie ihr es sonst immer kennt. Das Resultat wird, glaube ich, einstimmig so, wie ihr es kennt. Oder wie wir es kennen, besser gesagt. Das heißt, auch mal ein bisschen abkürzen, auch mal ein bisschen nicht Roleplay, quasi. Aber halt immer ein bisschen eingeschränkt. Weil sonst ist das echt ein bisschen... Ich kann es verstehen. Sonst ist das echt ein bisschen... langweilig, sage ich mal. Ne? Da sind wir echt nur 80% der Folge in Ampel stehen verwickelt. Dann kann ich auch gleich hier ein Let's Traffic Light oder so machen. Oh Gott.
Wieder Homicide, ne, komm. Food Pursuit in Progress. Da gehen wir ran. Back up your fellow officer. Alright. So. Da vorne ist das. Wir sind mal wieder am Strand. Ich möchte nicht zum Strand. Ernsthaft. Die sehen da, dass ich da komme, Alter. Ist doch scheiße. Boah, der Officer macht aber eine ganze Menge hier, ey. Guten Tag. Hallo. Oh my God, are you blind? Ich glaube, wir müssen sie mal alle festnehmen. Oh Gott, ja, festnehmen. Wir holen mal kurz ein paar Kollegen. Hier sind nämlich ein paar viele Leute. All units, so. Assistance needed in the Spoochie Canals. Hector 13, we're at the little coffee shop around the corner. So, für dich holen wir so einen Typ. Der nimmt jetzt ja wohl auf nicht fest, oder? Okay, scheinbar nicht. Dann, festnehmen. Boah, was sind das für Einsätze, Alter? Egal. Also irgendwie, das ist keine Food Pursuit. Vielleicht hat sich die Zentrale geirrt, aber das wird sich dann zeigen. Bis jetzt stehen sie unter dringendem Verdacht der Flucht. So, und sie bleiben bitte auch stehen. Auf dem Boden. Okay. Was wollen sie? Auf dem Boden? Okay. So. So. Für dich holen wir auch so ein Tübbel. Backup required for a suspect placed so. Under arrest in the Spoochie Canals. Queen 2, we are on our way. Roger. Mann, nicht bei mir einsteigen. Für sie holen wir gleich einen Transport. Also, wie der guckt, Alter. Mein Auto ist weg. Müssen mal kurz improvisieren. Ey. 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 Hab kein... Kein Auto. Okay, dann holen wir uns kurz ein neues außerhalb des Roleplay. Toll. Falsch. Richtig. So. Dann fahren wir ganz legitim auf einen anderen Streifen. So. Ja. Wo ist dein roter Punkt? Egal. Einsatz ist beendet. Welfare check. Alles klar. Call us concerned about their brother Jesse Bash. Okay. Wir fahren hin. Und sehen uns das mal genau an. Oh Gott. Was ist denn heute mit dem... Citizens report an assault on a civilian in the Spoochie Canals. Units respond code 3. Okay, da, das habe ich da vorne irgendwas. Okay, ich glaube da vorne ist der. Machen Sie Platz. Okay. Ich glaube da vorne ist der. Ich habe es nicht gelesen, was da stand. Huch, warte mal. Das ist ja ganz professionell drehen. Gott, Hostage Situation. Lassen Sie die Frau los. Hier damit. Nein! Auf dem Boden. So. Okay, Hände nach oben. Okay, scheiße. Ich muss mich mal kurz, So. Attention all units. We are code 4. No further units required. Das ging leider nicht anders. Wir haben jetzt zwei Tote. Sperren hier einmal ab. So, einmal hier nochmal und holen dann mal gleich einen Gerichtsmediziner. Alter, wieso läuft das so behindert? Egal. Wie das aussieht. Der Gerichtsmediziner. Schöner ist es hier direkt vor der Polizeiwache oder was? Ja, ja, klar, davon ist ja das Icon. Hä, wieso macht man das von der Polizeiwache? Egal.
So, ja gut, die kümmern sich hier um den Mord. Wir kommen dann später zu ihnen und sehen uns die recht genau an hier, ne? Boah, ja, guck mal, ich bin so gut aussehend hier, ne? Guck mich an mit der Glatze. So, wir fahren mal weiter. Egal, da hat jemand was kaputt gemacht. It's a damn shame this had to happen. Ja, ja. So, haben wir noch irgendwas hier? Suicide Attempt. Oh mein Gott, jetzt geht's wieder los. 914A, alles klar. Respawn Code, motherfucking tut's einem Suicide Attempt. Ja gut, stimmt, wir sind ja auch keine Psychologen. Wir sind ja eigentlich nur die Polizei, die zur Not und ermittelt und so, ne? Deswegen Code 2. Gucken, ob wir hier durch. Oh. Da vorne ist das. Okay, wir fahren jetzt auch trotzdem mal ein bisschen schneller. Ach Mann, wieso lenkt er denn immer ein? Wir dürfen aber eh reparieren. Wobei, das gilt es eigentlich nicht mehr. Ne, wir lassen es. Das gilt jetzt einfach nicht. So. Wir müssen trotzdem ein bisschen mit erhöhter Geschwindigkeit anfahren, weil so ist der Temp, ist echt nicht lustig. Sollten wir uns schon ein bisschen beeilen. Außerdem wollen wir jetzt ja sehen, wie die von der Brücke springt, ne? Das ist ja auch ein bisschen ein Event für uns. So. Approach the commanding officer. Hallo. Hey there. Thank goodness, you are here. We need to you to go up there fast. Weißt du, ich... And convince him to not... Blitz Suicide. Come on, okay, dann tschüss. Oh, hallo. Kann ich den vielleicht irgendwie verhaften? Nee. Jetzt fangen die bei mir unten an zu hämmern, Alter. Ja, wir müssen die Wohnung reparieren. Wir haben mal auf dem Boden rum, weil wir kein Leben haben, wir sind Nachbarn. Was ist das hier? Alter. So, wir gucken mal, ob hier irgendwo eine Leiter ist. Also, falls jetzt ein Hammer im Hintergrund hört, denkt einfach, es wäre das Spiel. Ja, da haben wir hier Baustelle hier. Da haben wir welche Baustelle. Alter, wie kommt man denn hier hoch? Ah, da hinten, glaube ich, oder? Hier, Feuerleiter, hallo. Da ist doch in der Brunne Leiter. Komm, da vorne ist die Leiter. Oder? Nee. Kam der Typ da hoch? Ah, hier. Okay, verstehe. Verstehe. Und jetzt? Ah, ja, warte, jetzt mal hier hoch. Und dann hier die Leiter hoch. Ey. Hallo. Das mit dem Selbstmord lassen wir mal, ne? You'll get better, I promise you, the way you're feeling will change. Your wife is waiting for you, don't do it. 3. Ist ein bisschen blöd, dass ich immer die Waffen jetzt auswähle. Do you think you're funny? She's dead. Okay, ja, ist auch kein Grund. You don't have to do this, you can only talk there. Hier, 1. Oh, I want to stay here. I want you to help you. I want to help you. Tell me what I can do to support you. You are not alone in this. Your family is with you. You're a real psycho. 1. Come. There's nothing you can do. Nein! Oh, fuck. Oh, nein! What the fuck, was wird das denn jetzt? Wieso ist denn der Typ gleich rüber gesprungen? Der Typ ist über die Mauer gesprungen. Nein. Oh, das ist doch scheiße. Kann ich hier totrempeln? Ah, sie kommen mit. Oh. Wieso drücke ich immer linke Maustaste, wenn ich ihn festnehmen möchte? Oh, guck mal, ich kann jetzt stoppen. Egal, so. Das war jetzt außerhalb des Roleplays. Wo mache ich eine neue Karre?
Das ist doch scheiße. Wieso springt denn der gleich hinterher? Das gibt's doch nicht. Attention all units. Terrorist attack. We have terrorist activity. Alles klar. Rancho. Aber mit dem ganz großen Code 99 hier. Okay. Humane bombs and many weapons, glaube ich, hieß da, oder? Hieß da, mein Gott, stand da. Okay, wir müssen durch. Ey. Hallo, Rettungsgasse. Hallo. Danke. Danke, egal. Alter, kann man den Zugverkehr nicht stoppen? Fünf Stunden später. So. Alter, bleiben sie doch nicht auf der Kreuzung stehen. Mann, wieso? Ich verstehe es nicht. Wieso ist das so gemacht, dass sie immer stehen bleiben? So, komm, Polizei. Gehen Sie bitte durch. Fahren Sie rechts ran. Oh, ich fahr falsch. Hier ist Polizei einsatz. Sie müssen uns ein bisschen beeilen. Gunshots reported and Rancho. Shots. Alright. Victor 13. Currently heading to the location. Wir nehmen da... This is David Charles 12. Copy. Dispatch to all SWAT unit backup needed in Rancho. Okay. Respond code 3. This is Bobcat 4, we're en route. We'll oh keep Gott. Our eyes filled, dispatch. Oh, oh. Hab ich überhaupt Leben? This is David Charles 12, copy. Always God Mode is disabled? Hä, ich hab doch kein God Mode an. Mir versteh's nicht. Hä, wieso krieg ich einen Schaden? Okay, warte, wir müssen jetzt zumindest Roleplay aufgestalten. Da muss ich jetzt in Deckung rennen. Und flüchten. Boah. Nehmen Sie die Hände rund, die Hände hoch. Weil damit kämpft eigentlich kein Streifenpolizist. Damit kämpft ein Streifenpolizist. Geh mal kurz hinter in Deckung. Alter, das ist ein krasser Einsatz. Ah, was machen die hier? Ah! Gibt's doch nicht. Die sind doch eh alle tot. Wieso fahrt ihr denn immer hinten drauf? Oder? Eins waren fünf. Eins, zwei, drei. Den habe ich, glaube ich, am Anfang geschossen. Sind das vier oder drei? Drei. Drei. Wo sind Nummer vier und fünf? Alter, fahrt doch nicht, finde ich. 1, 2, 3. Die sind alle auf dem Weg. Nummer 4 und 5 fehlen, oder? Scheiße, wo sind denn die? Die sind abgehauen. Na gut, wir wollen erstmal für die hier gucken. Erstmal einen Gerichtsmediziner. Alter, ist das krass. Das, okay. Der Zugverkehr ist gesperrt. Kann ich eigentlich drin jemanden stoppen? Egal. Gut, liebe Leute, ich würde sagen, ich verabschiede mich von euch. Die restlichen zwei Täter werden wir sicherlich mit einer Großfahndung schnell finden. Guck mal, die suchen die auch schon ein bisschen. Da hinten war gerade was. Egal. Damit kümmern sich die Kollegen. Wir sehen uns bei der Folge von LSBFR. Bis dahin. Haut rein. Macht's gut. Tschüss.